Cappuccino's. Cappuccino's. In Bocholt. Ja, nou, precies. In Bocholt, thuiswedstrijd winnen. Ja, het eerste compliment. Het was een hartstikke mooi optreden, een klein, eigenlijk een mini-concert in Bocholt. En hoe vonden jullie de sfeer in Bocholt? En nu even in het Duits. Die cappuccino's in Bocholt. Wie vonden ihr die atmosfeer hier in Bocholt, in den Arkaden? En eerstmal compliment voor euren Auftritt, voor dieses mini-concert. War super. Wie fandet ihr es? Ja, wie fanden wir es, Herr Peter? Also, in Bocholt waren wir jetzt das dritte Mal. Also, wir sind immer wieder begeistert von Bocholt, dass die Menschen hier so zahlreich erscheinen und gut mitmachen. Also, kommt sichtlich gut an. Ja. Ja. Ja, besser kannst du eigentlich gar nicht sagen, Peter. Du hast einstudiert. Na, nee. Voor de Nederlands, we zijn drie keer nu, de derde keer hier in Bocholt geweest. En ja, het was weer zoals gewoonlijk gewoon weer gezellig. De mensen waren talrijk aanwezig, dus we hebben niks te klagen. Wij vonden het goed. Nou, en wat heel veel fans misschien nog niet weten, zeg maar, noemen wij het even. Er zijn een aantal bekende artiesten die jullie al langer ondersteunen, zoals Jan Smit en George Baker, bijvoorbeeld Roland Keizer hoorde ik. Mm-hmm. En hoe is dat tot stand gekomen? Er sind für die Fans, die es noch nicht wissen, eine ganze Menge bekannter Künstler, die euch unterstützt haben, auch in der Vergangenheit. Jan Smit, George Baker und andere, Roland Keizer. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Wie ist das zustande gekommen? Ja, eigentlich haben wir Roland Keizer, das war ein Glücksgriff eigentlich. Ein Bekannter von uns, der viel mit Roland unterwegs auch ist und auch selber Songs schreibt. Hat mit Roland mal zusammengesessen und hat so gebrainstormt, dass da gute Zeilen rauskamen. Und hat Roland die Zeile "Du warst nicht zu verhindern" in die Runde geschmissen. Und da hat der Andi Tichler, also der Bekannte von Roland Keizer, hat gesagt, ey, da müssen wir einen Song drüber schreiben. Und wir haben den Text bekommen. Und also normalerweise ist es ja so, man macht Musik, da wird ein Text drauf geschrieben. Bei uns war es jetzt mit diesem Song andersrum. Wir haben den Text bekommen von Roland und von Andi. Und da haben wir die Musik drauf geschrieben. Das war ganz besonders. Ja, Roland Keizer is eigenlijk per toeval gekomen. We hebben een goede kennis, iemand die voor ons werkt, die is goed bevriend met Roland Keizer. En die heeft een keer met Roland Keizer samengezeten en die hebben zo tekstideeën uitgewisseld. En daar kwam dan "Du warst nicht zu verhindern" eruit. Hun hebben de tekst geschreven en op de tekst hebben wij de muziek geschreven. Normaal doen we het andersom, eerst muziek en dan krijg je de tekst. We hebben dit keer van hun de tekst gekregen, van Roland en van Andy Tichler. En daarop hebben we de muziek geschreven. En zo is dat nummer ontstaan. Nou, fantastisch. En ik hoorde al wat nummers van Jan Smit langskomen. Ja. Die jullie trouwens prachtig in het Duits hebben gezongen, moet ik zeggen. Want ik ben fan van Jan Smit. Okay. En ik vond daar van niks te klagen op de Duitse versie. Hm. Hebben jullie ook wat nauwer contact met Jan Smit? Eben in Duits. Ja. Ich habe auch Songs von Jan Smit gehört, die ihr Deutsch gesungen habt. Kompliment dafür. Also ich bin sowieso ein Fan von Jan Smit. Und ihr habt es großartig gesungen. Habt ihr auch engeren Kontakt mit Jan Smit? Also es ist ja so, dass seit zwei Jahren jetzt macht Volendam Music unser Management. Ja. Ja, und Volendam ist ja eigentlich ein kleines Dorf, da kennt jeder. Und wir sind da eigentlich per Zufall reingekommen, wir kommen ja gar nicht aus Volendam selber und da haben wir natürlich auch Jan kennengelernt, also wir haben mit ihm schon Auftritte gehabt und wir sind ja auch mit der Musik aufgewachsen, weil Jan ist ja schon 15 Jahre im Geschäft und hat schon die Songs, die wir jetzt machen, sind teilweise schon 5, 6, 7 Jahre alt und da haben wir gedacht, okay, eigentlich das sind gute Songs, die nie auf Deutsch rausgebracht sind und da haben wir einfach Jan gefragt, Nick und Simon zum Beispiel auch, die haben mich direkt gefragt, hey, können wir den Song nicht auf Deutsch machen, ich habe den Text dann drauf gemacht. Und so ist es eigentlich entstanden und das ist ja alles so intern und dann ging es auch ziemlich schnell mit die Zusage, dass wir das auch machen dürfen. Und ab und zu sehen wir Jan, ist nicht so ganz so oft, aber ab und zu haben wir gemeinsame Auftritte und dann, dann klickt das. Ja, wir sind sinds zwei Jahren nu mit Volendam Music aan het samenwerken, dus wir sind in Management, net zoals Jan Smit. En daardoor kennen we natuurlijk Jan Smit, Nick en Simon komen daar eerder mee in contact. En daarom hebben we ook de vrijstelling van de nummers sneller gekregen. Maar wij zijn ook groot geworden met de muziek van Jan. Want de nummers die we maken zijn 5, 6 jaar oud nu, die Jan al een keer eerder gemaakt heeft. En Jan zien we heel af en toe een keer met een optreden samen of zo, dan zien we Jan. Maar verder, wij zijn onderweg, hij is onderweg. Maar het contact is natuurlijk veel sneller gelegd dan dat we in hetzelfde management zitten.
Vandaag dus Bocholt. Ik heb jullie afgelopen jaar ook in Aalten gezien. Echt? Ja, dat waren we. En hoe gaat het verder? Wat kunnen wij in het vervolg, wat kunnen wij in de toekomst nog van jullie verwachten? Heute wart ihr in Bocholt. Aber wir haben für die holländische Fans, wir haben euch auch schon in Aalten gesehen, letztes Jahr. Ja, und ihr wart auch da grandios. Aber was können wir jetzt für die Zukunft noch mehr von euch erwarten? Ja, Peter. Auf jeden Fall erstmal weiter unsere DVD nach vorne bringen. Die ist ja gerade erst rausgekommen am 26. Februar. Und wir waren ja jetzt zwei Wochen auf Promotion-Tour. Jetzt auch heute in Bocholt. Am Sonntag sind wir noch in Koblenz. Und ja, es werden viele verschiedene Auftritte dieses Jahr noch folgen, in, also bei Stadtfesten, in Arenen und so weiter, auch kleinere. Also man darf vieles erwarten von uns. Wie gesagt, das, die DVD, die soll natürlich weiter nach vorne gebracht werden, dass die Menschen sehen, was haben wir da auf Curaçao gemacht. Ja, wir sind mit der DVD nu eens onderweg, Curaçao Holland unter Palmen. Ja. Die sinds 26 februari in de handel is. Ja, daar zijn we eerst mee onderweg. We hebben een paar promo dingen staan nog. Volgens mij in mei komt er weer een nieuwe campagne aan. En verder staan we ook op stadsfeesten in heel Duitsland, Oostenrijk staan we dit jaar nog, Zwitserland. En eventueel misschien ook wel een week in Aalten. We hebben daar gerade over gesproken. Ja. We bekommen ook van euch CD's, DVD's, DVD's met autogrammen drauf, die ihr uns schaut, gewinnen könnt. Fragen müssen wir dann, glaube ich, noch bedenken mit euch, die sie beantworten müssen, aber dann können sie das von euch gewinnen. Ja, die richtige Antwort vielleicht eine DVD. Ganz genau. Super, also jetzt müsst ihr fragen noch. Was ist die Frage? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Stellt ihr doch eine Frage. Was sollten die Fans wissen können? Was sollen die Fans von Juli können wissen, was wir können fragen? Aus welchen Nationalitäten bestehen die Cappuccinos? Das ist cool. Welke nationaliteit hebben de cappuccinos? En het zijn er twee, trouwens. Ja, ja. Er zijn er twee. Om iets makkelijker te maken. Ja. Nou, dan wil ik jullie bij deze bedanken. Een groot compliment, nog eens een keer, voor jullie optreden. Nou, wij hebben er zeker van genoten en ik denk onze kijkers ook. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, op jeden Fall.